Das Thema Pflege, Gesundheitsversorgung ist ein Riesenzukunftsthema, eine große Herausforderung vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung und wird vor allem die jüngere Generation viel stärker noch betreffen als die mittlere und ältere Generation. Aber gerade für die ältere Generation haben wir Verantwortung, um Verantwortung zu übernehmen. Wir erfahren laufend aus den Medien und auch aus internen Kreisen, dass die Versorgung in Österreich auch in den Kliniken nicht mehr optimal läuft. Daneben wurde die Sozialversicherung zerschlagen. Aus politischer Willkür, blau rein, rot raus, war die Losung. Es wird in Zukunft Arbeitgeberinteressen geben, die viel stärker fokussiert werden. Was werden Arbeitgeber machen? Sie werden versuchen, die Beiträge in der Sozialversicherung zu reduzieren und den Weg für die Privatversicherung zu ebnen. Ist es ein Zufall, dass der ehemalige Vorstandsvorsitzende Löger und heutige Finanzminister bei Unica war und Unica die erste Versicherung ist, die für ihre Premium-Kunden so quasi vom Hausarzt in die Spezial-, in die Privatklinik verweist, wenn sie ihre Beiträge, ihre Zusatzbeiträge leisten? Wie schaut es aus mit solchen Zusatzbeiträgen? Für junge Menschen wird das durchaus erschwinglich sein. Bis zu 50 plus, bis zu 70 plus werden diese Prämien nicht mehr möglich sein, weil du hast hier keinen Riskenausgleich. Du bist Risiko, du bist älter, du bist kränker. Das ist nicht der Weg, den wir gehen wollen. Und das entspricht auch nicht einem modernen Sozialstaat und insbesondere nicht einem Solidaritätsprinzip. Also Finger weg von der Sozialversicherung. Wir wollen dieses bewährte, dieses gute Modell auch im 21. Jahrhundert weiterführen.